Absolut. Wenn Frauen in edle Kleider schlüpfen und Männer einen Smoking tragen, dann ist Opernballzeit. Viel Prominenz zog es am Wochenende nach Leipzig. Denn wer will schon das große Ereignis am Jahresende in der Messestadt verpassen? Und so kamen noch zahlreiche Stars und Sternchen aus Film und Fernsehen. Und eine junge Dame, die hatte einen großen Namen trägt, hatte Opernballpremiere. Walzerklänge, Wiegeschritt und jede Menge Rock'n'Roll. Ja, steif ging es nun wirklich nicht zu beim Leipziger Opernball. Klänge von Strauss koexistieren friedlich neben Sting und Sinatra. Selbst in den Fluren wird gerockt, was das Saxophon hergibt. Während die ältere Generation das Tanzbein schwingt, zeigt sich der Nachwuchs, wie Chris de Burghs Tochter Rosanna Davison, eher zögerlich. Ich würde gerne mal den Walzer probieren, obwohl ich keine Expertin bin. Danach wohl eher Freestyle, ein bisschen was von allem. Ein bisschen von allem und davon jede Menge. An Tanzmöglichkeiten mangelt es wahrhaftig nicht. Dancing Queens aller Orten. Naja, fast. Ich gebe zu, dass dieses wunderbare Kleid von Anna Kuckuck mir nicht so viel Spielraum lässt, dass ich mich traue, auf diese doch dann am Ende volle Tanzfläche zu begeben. Weil wenn ich dann nur noch irgendwelchen Männern dann auf die Füße treten muss, damit sie von meinem Kleid wiederum runtergehen, dann wird es anstrengend und darauf habe ich keine Lust. Star-Visagist Boris Entrup hat eine ganz andere Strategie. Er meldet sich freiwillig als Losverkäufer und hält sich den ganzen Abend an seiner Trommel fest, in sicherer Entfernung zur Tanzfläche. Ich bin jetzt nicht der größte Tänzer, das muss ich zugeben, aber ich mag gerne was zu tun haben, weil da liegt meine Stärke dran, auch gerade wenn ich Make-up mache oder Fashion-Shows mache. Oder das ist schon meine große Stärke, das Tanzen. So. Und nach zwei Walzer ist mir dann auch ziemlich auch okay. Vielleicht liegt die Promi-Tanzmüdigkeit aber auch einfach an der Musikauswahl. Dreivierteltakt kann schließlich nicht jeder. Nee, Walzer ist jetzt nicht so meine Richtung. Ich höre es mir gerne an, ich schaue es mir auch gerne an, aber ich kann es nicht. Ich tanze unheimlich gerne zu Disco-Musik und die ganzen die Charts rauf und runter, die Hits, die es zurzeit gibt, aber natürlich auch die aus den 80er und 90er Jahren, meine Sturm- und Drangzeit. Da kommt Stargast Marianne Rosenberg ja gerade recht. Innerhalb von Minuten füllt sie die Tanzfläche, bis kein Blatt mehr zwischen die Tänzer passt und bis man den Stargast selbst fast gar nicht mehr sehen kann. Sogar die textilgehandicapte Simone Tomalla hält es bei Marianne Rosenberg nicht mehr auf dem Stuhl. Pop und Walzer, beides geht beim Opernball. Aber was geht eher in die Beine? Da muss ich sagen, bin ich eher der Klassiker. Also Walzer ist schon was ganz Tolles. Und ein Opernball ohne Walzer eigentlich gar nicht vorstellbar. Ne? Der Walzer ist es nicht. So ein schöner Foxtrot oder sowas. Oder ein bisschen was Softiges. Also nicht so sehr diese Remi-Demi-Musik. Apropos Remi-Demi-Musik, da gibt es ja auch noch Noah Becker, Sohn von Boris Becker und hauptberuflicher DJ, mit dem undankbarsten Job des Abends. Bei der Aftershow-Party soll er müde Tänzer wieder munter machen. Wir haben eine fantastische Playlist heute, frisch aus Miami, und wir arbeiten hart daran, dass die Leute sie mögen. Und das tun sie. Die ganze Nacht lang Bass und Ballkleid, Bingo. Zumindest beim Leipziger Opernball passt das perfekt zusammen.